Hallo zusammen, nach langer, langer Zeit kommt mal wieder ein neues Video von mir. Und zwar möchte ich heute einmal Franzbrötchen probieren. Mal was ganz was anderes, nichts Warmes, sondern mal ein klassisches Hamburger Gericht, was man eigentlich auch nur so im Norden kennt, glaube ich. Aber Franzbrötchen selber machen wollte ich immer schon mal machen und heute probiere ich das mal. Erstmal nur eine kleine Portion, aber wenn ihr mehr machen wollt, rechnet einfach alle Zutaten einfach mal zwei, dann habt ihr ungefähr 20 Portionen. Was ich jetzt habe, sollen so ungefähr 10 werden. Probiert habe ich es noch nicht. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und zwar braucht ihr 250 Gramm Mehl, dann 20 Gramm Hefe ungefähr. Das ist also so ein halber Würfel, wenn ihr die normale Portion nehmt. Also ein ganzer. Ich mache ungefähr einen halben rein. Dann braucht ihr 35 Gramm Zucker. Dann 125 Milliliter lauwarme Milch und 35 Gramm Butter und eine Prise Salz. Wenn ihr später, Entschuldigung, wenn ihr dann später die Füllung macht, also im Grunde das Zimt-Zucker-Gemisch, braucht ihr einmal noch 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter und einen Teelöffel Zimt ungefähr. So. Und dann machen wir gleich einmal mit der Zubereitung. Ah ja, was ich nicht vergessen darf, Vanillezucker kommt in den Teig noch rein. So, und dann machen wir gleich mit der Zubereitung weiter. So, als erstes fangt ihr an, das Mehl einmal einfach in eine Schüssel zu geben. Einfach das komplette Mehl, soweit es geht. Wenn ein bisschen was festklebt, dann ist das halt so, das ist nicht so schlimm. Wartet kurz. So, genau. Dann könnt ihr schon mal eine kleine Mulde in die Mitte drücken, weil die brauchen wir gleich als nächstes. So, so ist das schon ausreichend, denke ich mal, dass es wirklich nur so ein bisschen eine Mulde hat. Als nächstes habe ich dann die Milch einmal schon mal in eine kleine Schüssel gefüllt und dann könnt ihr die Hefe einbröckeln, den halben Würfel ungefähr. Und das einmal, so möglichst klein, ist ein bisschen mit einer Hand ein bisschen schwierig. Und dann einmal ein bisschen verrühren, dass sich die Hefe eben auflöst und dass es eine Masse gibt, eine ohne Stücke am besten. So, das geht auch relativ schnell. Die Milch ist ein bisschen warm. So, wenn ihr dann merkt, dass ihr kaum noch Stücke drin habt, da ist noch ein bisschen was gewesen. Da ist immer noch ein bisschen was. So. Dann könnt ihr das schon einmal reingeben und dann lasst ihr das einfach schon mal, ja, noch mal 2 Minuten oder so schon mal stehen, damit die Hefe schon mal ein bisschen arbeiten kann. Und dann machen wir gleich mit dem nächsten Schritt weiter.